So Leute, ein ganz kurzer Hinweis auf eine Veranstaltung, zu der wir eingeladen worden sind, aber leider nicht teilnehmen können. Passt zeitlich nicht. Also das dritte Militärtreffen in der MUNA, also von der MAK Oberlausitz, das seht ihr hier eingeblendet. Das ist am Samstag, den 26.08.2023. Das könnt ihr schon mal in eurem Kalender vormerken. Den Link zur Veranstaltung findet ihr auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Und ich werde immer mal wieder darauf hinweisen, bis das dann soweit ist. So. So, dann legen wir mal los hier und wir beginnen natürlich mit den frühen Jahren und dem Beginn seiner Karriere. Also, Erwin Johannes Eugen Rommel, so ist denn der vollständige Name, wurde am 15. November 1891 als Sohn von Erwin Rommel Senior und Helene von Lutz in Heidenheim im Königreich Württemberg geboren, das damals zum Deutschen Reich gehörte. Im Anschluss an seine Schulzeit wollte Rommel zunächst ein Studium beginnen, um im Anschluss als Ingenieur tätig zu werden. Vielleicht unter dem Einfluss seines Vaters, der einst als Oberleutnant in der Armee diente, trat er jedoch als Offiziersanwärter in das 124. Infanterieregiment ein. Im März 1911 begann er seine Ausbildung an der Kriegsakademie im ostpreußischen Danzig. Und ein Jahr später wurde er zum Leutnant ernannt. In Danzig lernte er Lucia Maria Molin kennen und beide heirateten schließlich im November 1916. 12 Jahre später bekam sie ihr einziges Kind, einen Sohn namens Manfred. Rommel wurde zunächst für seine militärischen Leistungen in Frankreich, Italien und Rumänien im Ersten Weltkrieg ausgezeichnet. Insbesondere erhielt er den Pour le Mérite, die höchste deutsche Auszeichnung, für seine Führung am Mont Ventoux gegen die italienische Armee. In der Weimarer Republik verlief Rommels militärische Karriere vergleichsweise unspektakulär in verschiedenen Truppen- und Lehrverwendungen, darunter von 1929 bis 1933 als Taktiklehrer an der Infanterieschule in Dresden. Auch die nationalsozialistische Herrschaft und die beginnende Wiederaufrüstung brachten für ihn zunächst keinen Karriereschub. Immerhin war er von 1935 bis 1937 Lehrgangsleiter an der Kriegsschule in Potsdam, was eine klare Anerkennung seiner großen militärischen Erfahrung darstellte. Erst die Veröffentlichung von »Infanterie greift an« änderte einiges. Hitler soll das Buch gelesen und sehr angetan gewesen sein. Rommel wurde als mutiger, draufgängerischer und instinktsicherer Frontoffizier mit engem Kontakt zur Truppe wahrgenommen. Genau der Offiziertypus, den Hitler so schätzte und den der Nationalsozialismus förderte. Hinzu kam, dass Rommels Süddeutscher war, aus dem Bürgertum stammte und keine Generalstabsausbildung genossen hatte. Rommel kam nun schneller voran. 1937 im Nebenamt Verbindungsoffizier zum Reichsjugendführer, beim Einmarsch in das Sudetenland 1938 Kommandant des Führerhauptquartiers, 1938-39 Kommandeur der Kriegsschule in Wiener Neustadt und seit Frühjahr 1939 schließlich in der Tschechoslowakei und Polen erneut Kommandant des Führerhauptquartiers, zuletzt im Range eines Generalmajors. Rommel nutzte die Gelegenheit und seinen Zugang zu Hitler, um das Kommando über eine Panzerdivision zu erbitten, die an der bevorstehenden Invasion Frankreichs teilnehmen sollte. Hitler stimmte der Bitte zu und am 15. Februar 1940 übernahm Rommel die 7. Panzerdivision. Vom Mai, also vom 10. Mai bis zum 19. Juni desselben Jahres eroberten Rommels Truppen zahlreiche französische Städte und Ortschaften, wobei eine Vielzahl alliierter Soldaten gefangen genommen und deren Ausrüstung erbeutet werden konnte. Seine Einheit erhielt aufgrund des schneidigen Vorrückens den Spitznamen Gespensterdivision,
was unter anderem aber auch darauf zurückzuführen ist, dass Rommel auf dem Gefechtsfeld dafür bekannt war, Befehle von Vorgesetzten zu ignorieren und in Teilen nicht einmal den Standort seines Verbandes auf Nachfrage mitzuteilen. Rommels taktisches Genie in Verbindung mit seiner kameradschaftlichen Gesinnung auch gegenüber Soldaten außerhalb des Offizierskorps brachten ihm viel Respekt innerhalb seiner Truppe ein. Rommel verstand die Psychologie der Soldaten. Er sprach mit seinen Männern über ihre Familien und gab ihnen Zigaretten und Kekse. Sein Adjutant, Hauptmann Hermann Aldinger, sagte diesbezüglich in einem Interview mit Charles Marshall: Egal wie schlecht die Stimmung der Männer war, als wir ankamen, sie war gut, als Rommel wieder ging. So, das mal so ein bisschen als Einstieg. Dann natürlich das, was uns alle interessiert: der Afrika-Feldzug und die Ernennung zum Generalfeldmarschall. Ich weise darauf hin, dass wir Afrika auch nur anschneiden. Es geht ja um die Person Rommel und nicht um den Afrika-Feldzug. Gut, also im Januar 1941 wurde Rommel zum Generalleutnant befördert und übernahm das Kommando über das Afrikakorps in der nordafrikanischen Wüste für die nächsten 2 Jahre. Am 21. Juni 1942 eroberte er die britische Garnison in Tobruk, das liegt in Libyen, und wurde infolge der erfolgreichen Schlachten im Alter von 50 Jahren zum jüngsten Generalfeldmarschall im Reich ernannt. Einige Zeitgenossen, insbesondere Generalstabschef Franz Halder, haben Rommels militärische Leistung in Frankreich und Nordafrika sehr kritisch betrachtet und seine operativen Erfolge als Konstrukte der Propaganda dargestellt. Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt meinte einmal, Rommel habe alle Eigenschaften eines guten Divisionskommandeurs, aber nicht mehr. Seine bisweilen ungestümen Offensiven ohne ausreichende Logistikunterstützung waren in der Tat nicht immer über jeden Zweifel erhaben. Einige Aktionen, wie sein erster Versuch im Frühjahr 1941, die Festung Tobruk zu nehmen, waren von Dilettantismus geprägt und kosteten entsprechend hohe Verluste. Trotz aller Kritik an seiner operativen Fähigkeit musste man jedoch auch seine Erfolge anerkennen. Er kämpfte stets in Unterzahl und mit einer hoffnungslos unterlegenen logistischen Infrastruktur und brachte dem Gegner trotzdem empfindliche Niederlagen bei. Die Einnahme von Tobruk am 21. Juni 1942 war ein Höhepunkt in einer Serie von spektakulären Siegen über die britische Armee. Auch sein Rückzug von El Alamein nach Tunesien im Herbst 1942 wurde als einer der brillantesten Rückzüge in der Geschichte der Kriegsführung bezeichnet. Rommels größter Sieg in Nordafrika war zugleich der Höhepunkt des 10-Kampfes zwischen den Achsenmächten und den Alliierten. 1943 übernahm Bernard Montgomery oder Monty das Kommando über die 8. Armee der Alliierten, die große Fortschritte bei der Eindämmung des Vormarsches der Achsenmächte machte und begann, deren Rückzug auf breiter Front zu erzwingen. Um eine Chance auf einen Sieg in Afrika zu wahren, schlug Rommel vor, die Front von 400 Meilen auf 100 Meilen zu verkürzen und die Masse der freigewordenen Truppen nach Italien zu verlegen, um eine drohende Invasion in Südeuropa abwehren zu können. Obwohl er persönlich an Hitler und das Oberkommando herantrat, wurden seine Empfehlungen abgelehnt. Rommel behielt das Kommando in Afrika noch einige Wochen, reiste aber noch vor der Schlacht an der Maret-Linie nach Deutschland ab und betrat nie wieder den afrikanischen Kontinent. Also es gibt verschiedene Erklärungen dafür, warum Rommel nicht bis zum Ende das Kommando über seine Truppen behielt. Brigadegeneral Desmond Young, der mit den Briten im Afrika-Feldzug kämpfte und eine der ersten Biografien über Rommel schrieb, führte hierzu aus, dass Rommel noch einmal nach Deutschland flog, um Hitler nochmals zu bitten, ihm zu erlauben, die restlichen Truppen in Afrika zu evakuieren. Seine Bitte wurde abgelehnt, zugleich wurde ihm ebenso untersagt, zu seinen Einheiten zurückzukehren. Am 13. Mai 1943 kapitulierten die Achsenmächte in Tunis. Ja, kommen wir mal zur Rückkehr nach Frankreich.
Im Sommer 1943 verbrachte Rommel zunächst einige Zeit in Italien, bevor er als militärischer Berater ins Führerhauptquartier versetzt wurde. Am 21. November 1943 wurde er zum Inspekteur der Küstenverteidigung des Atlantikwalls ernannt und arbeitete in der Folge unermüdlich an der Verstärkung der Verteidigungsanlagen, um sich auf eine mögliche alliierte Invasion in Frankreich vorzubereiten. Rommel und sein Vorgesetzter, Feldmarschall Gerd von Rundstedt, waren uneins darüber, wo die Alliierten an Land gehen würden. Rommel ging zutreffend davon aus, dass die Normandie als Hauptlandungszone dienen werde, während von Rundstedt darauf beharrte, dass Calais hierfür wesentlich geeigneter wäre. Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten tatsächlich in der Normandie und Rommels Erwartungen bewahrheiteten sich. Die Alliierten drangen schnell tief in das Herz Frankreichs vor. Rommel und von Rundstedt beantragten, alle Reserven nach Frankreich zu entsenden und sich zum Zwecke der Umgruppierung zurückzuziehen, doch Hitler lehnte entschieden ab. Am 29. Juni trafen sich die drei Männer erneut und beide Feldmarschälle erklärten Hitler, dass die Westfront bereits verloren sei. Daraufhin wurde von Rundstedt entlassen und durch Feldmarschall Hans-Günther von Kluge ersetzt. Am 15. Juli gab Rommel Hitler seine letzte dokumentierte Warnung, dass ein militärischer Sieg in Frankreich unmöglich sei. So, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wo Rommel quasi sich vom NS-Staat abkehrte. Während den enttäuschenden 6 Monaten, die Rommel in Frankreich verbrachte, begannen sich seine persönlichen und politischen Denkweisen zu ändern. Anfang 1944 informierte Karl Strölin, ein alter Freund und Kamerad aus dem Ersten Weltkrieg, Rommel über eine Verschwörung, die darauf abzielte, Hitler gefangen zu nehmen und den Alliierten Frieden anzubieten. Die Verschwörer wussten, dass sie einen Mann wie Rommel brauchten, mit langjährigem Respekt, Popularität und Besonnenheit, um die Wehrmacht auch in den Tagen nach einer erfolgreichen Umsturzplanung im Griff zu haben. Wahrscheinlich im Februar 1944 stimmte Rommel schließlich zu, sich den Verschwörern anzuschließen. Speidel dokumentiert in seinem Buch Invasion 44 Rommels Gedanken darüber, wie unbarmherzig die alliierten Friedensbedingungen sein würden. Rommel selber hoffte auf ein gewisses Maß an staatsmännischer Einsicht, psychologischer Weisheit und politischer Planung in den alliierten Beratungen. Er erwartete keine Sympathie oder ähnliche Emotionen, sondern verließ sich auf das kalkulierte Verständnis der Großmächte. Rommels Ehefrau bestätigte, dass er ein Attentat auf Hitler ablehnte, weil es zu einem Bürgerkrieg in Deutschland und Österreich führen könnte. Stattdessen befürwortete er eine Verhaftung und einen anschließenden Prozess. Es kamen jedoch andere Ereignisse dazwischen und ohne Rommels Wissen versuchten die Verschwörer am 20. Juli 1944 ein Attentat auf Hitler zu verüben, was jedoch bekanntermaßen misslang. Jeder, der auch nur im Entferntesten einer Beteiligung verdächtigt wurde, war infolge des gescheiterten Attentats härtesten Verfolgungsmaßnahmen der NS-Behörden ausgesetzt. Auch Rommel. Dann kommen wir mal zu seiner Verwundung. 3 Tage vor dem Attentat wurde Rommel bei einem Luftangriff schwer verwundet. Am frühen Morgen des 17. Juli 1944 verließ ein Stabsfahrzeug Rommels Hauptquartier in La Roche-Guyon. Zu den Passagieren gehörten Rommel, sein Adjutant Hauptmann Helmut Lang, Major Neuhaus, Feldwebel Holke und ihr Fahrer Feldwebel Karl Daniel. Die Reise war eine von Rommels Routineinspektionen an der Frontlinie. Im Januar 1944 hatte Hitler Rommel untersagt, mit dem Flugzeug zu reisen, da mehrere hochrangige Offiziere bei Flugzeugabstürzen ums Leben gekommen waren. Auf der anschließenden Reise besuchten die Männer die Gefechtsstände der 277. und der 276. Infanteriedivision und fuhren weiter zum Hauptquartier des 1. und 2. SS-Panzerkorps
um sich mit Generalmajor Willi Bittrich und Generalleutnant Josef Dietrich zu treffen. Um 16 Uhr traten sie die Rückreise nach La Roche-Guyon an, wo sie um 20 Uhr mit Außenminister Joachim von Ribbentrop zusammentreffen sollten. Rommel saß auf dem Vordersitz, rechts neben Feldwebel Daniel. Hauptmann Lang befand sich hinter Rommel und Major Neuhaus hinter dem Fahrer. Feldwebel Holke saß in der Mitte und hielt nach Flugzeugen Ausschau. Feldwebel Daniel fuhr durch Falaise, Saint-Pierre-sur-Dive und in Richtung Livarot. Allerdings patrouillierten zu jener Zeit etwa 8 Erdkampfflugzeuge der Alliierten in der Gegend von Livarot, sodass es unmöglich war, diese zu passieren. Um einer drohenden Gefahr eines Tieffliegerangriffes zu entgehen, befuhr die Gruppe um Rommel in Richtung Süden einen Weg, der durch bewaldetes Terrain führte und parallel zur Straße nach Vimoutier verlief. Als der Wagen rund 3 Kilometer nördlich von Vimoutier wieder auf die Hauptstraße einbog, bemerkte Feldwebel Holke feindliche Kampfflugzeuge, die auf den Wagen zuflogen. Daniel erhielt die Anweisung, schneller zu fahren und 300 Meter weiter auf eine kleine Nebenstraße abzubiegen, die zu einem Bauernhof bei Sainte-Foy de Montgomery führte. Bevor der Wagen die Seitenstraße erreichte, wurde er von dem ersten Flugzeug aus einer Entfernung von etwa 500 Metern angegriffen. Feldwebel Daniel wurde von einem Projektil in die linke Schulter und den linken Arm getroffen und verlor die Kontrolle über den Wagen, der daraufhin gegen einen Baumstumpf auf der rechten Seite der Straße schleuderte und in einen Graben rutschte. Rommel wurde aus dem Auto geschleudert, als es sich überschlug, und erlitt tiefe Schnittwunden sowie eine schwere Kopfverletzung, die ihn sofort bewusstlos werden ließ. Er lag etwa 20 Meter hinter der Stelle, an der der Wagen schließlich zum Stehen gekommen war. Hauptmann Lang war aus der hinteren Tür gesprungen, als der Angriff begann. Major Neuhaus erlitt einen Beckenbruch durch Granatsplitter, die das Holster seines Revolvers trafen, und Feldwebel Holke blieb unverletzt. Nach einem zweiten Beschuss der Flugzeuge rannten Hauptmann Lang und Feldwebel Holke aus ihrer Deckung, um Rommel zu einem kleinen Häuschen am Straßenrand zu tragen. Rommel blieb zunächst bewusstlos, während er aus seinem linken Auge, seinem Mund, einer tiefen Wunde in der linken Schläfengegend und mehreren oberflächlichen Schnitten blutete. Die stark blutende Wunde im Bereich der Schläfe ließen seine Mitreisenden anfangs glauben, er sei tot. Hauptmann Lang fuhr mit einem ortsansässigen Franzosen auf dem Fahrrad nach Vimoutier und kehrte 45 Minuten später mit einem Auto zurück. Er brachte Rommel und Daniel in das römisch-katholische Altersheim La Providence, wo eine erste Untersuchung durch den Apotheker Marcel Lessens stattfand. Lessens stellte die folgenden Diagnosen: Fraktur des Felsenbeins des linken Schläfenbeins, Perforation des linken Trommelfells mit Blutaustritt aus dem äußeren Gehörgang. Außerdem hat er eine Fraktur des linken Orbitalbogens erlitten und zudem nur einen schwachen Puls. Rommel erhielt 2 Ampullen Kampferöl intramuskulär und Lessens riet Rommel und Feldwebel Daniel in das 25 Meilen entfernte Luftwaffenkrankenhaus in Benay zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt war Lessens der Meinung, dass es kaum noch Hoffnung gab, Rommels Leben zu retten. Feldwebel Daniel starb in der Nacht in Bernay, obwohl er eine Bluttransfusion erhalten hatte. Im Krankenhaus von Bernay wurden anschließend Röntgenaufnahmen des Schädels gemacht und das Personal verständigte den Neurochirurgen Professor Ash. Es ist umstritten, ob er noch in der gleichen Nacht oder am nächsten Morgen aus Paris eintraf. Als Professor Ash schließlich vor Ort war, befand sich Rommel in zunehmend schlechter Verfassung und krampfte unkontrolliert am ganzen Körper. Es wurden ihm Morphium, Chloralhydrat und Barbiturate verabreicht. Bei seiner ersten Untersuchung stellte Professor Ash einen Likörinereu fest und führte eine Lumbalpunktion durch, die klare Flüssigkeit und kein Blut ergab. Er stellte eine vollständige Lähmung des linken Oculomotoriknervs fest, beschrieb jedoch
kein größeres motorisches Defizit und kein Hämatom. Weder subdural noch extradural. Also wir werden hier noch zu Medizinern, glaub mir. Und kam zu dem Schluss, dass die Schädelfraktur nicht eingedrückt war. Laut Ash reagiert Rommel noch auf starke sensorische Reize, sodass er keinen chirurgischen Eingriff empfahl. Die lateralen Röntgenaufnahmen zeigten eine schwere Fraktur der Schädelbasis, die vom rechten Jochbein durch die Siebbeinzellen bis zur Cella Turcica verläuft. Ich hoffe, man spricht das so aus. Ich bin da nicht so firm. Im Laufe der Tage stellte sich heraus, dass Rommel auf dem linken Ohr taub war, aber keine expressive oder rezeptive Aphasie aufwies. Also um das vorzutragen, brauchst du echt ein Medizinstudium. Gut, gehen wir weiter zu seiner Genesung, weil irgendwie hat er es ja doch geschafft. Der Austritt von Rückenmarksflüssigkeit wurde anschließend erfolgreich gestoppt. Bald gab es keine Anzeichen von Meningitis oder posttraumatischen Krämpfen mehr. Sein linkes Auge blieb jedoch geschlossen und sein Gesicht war immer noch stark geprellt. General Hans Speidel und Admiral Friedrich Ruge besuchten Rommel am 22. Juli 1944. Am folgenden Tag wurde Rommel in das L'Hôpital de Vésiné in Saint-Germain außerhalb von Paris verlegt. Der Wagen musste langsam und bedächtig fahren, um die zerstörten Straßen und Brücken zu passieren, ohne Rommel starken Erschütterungen auszusetzen, sodass die etwa 150 Kilometer lange Fahrt mehr als 4 Stunden dauerte. Professor Ash untersuchte Rommel bei seiner Ankunft und stellte eine relativ zügige Besserung seines Zustandes fest. Er fühlte sich immer noch nicht wohl. In einem Brief an seine Frau vom 24. Juli 1944 schrieb er, dass sein Kopf ihm nachts immer noch große Probleme bereitete. Obwohl für den 1. August eine Pressekonferenz angesetzt war, die über die Geschehnisse rund um Rommels Verwundung berichten sollte, wurde diese kurzfristig abgesagt und in der deutschen Presse wurde nie offiziell über den Unfall, die Verletzung oder die Krankenhausaufenthalte berichtet. Erst 3 Wochen später wurde eine undatierte und lückenhafte Meldung über den Vorfall veröffentlicht. Rommel glaubte, dass Hitler absichtlich versuchte, die Fakten des Unfalls und Rommels erlittene Verletzung zu verheimlichen, um ihm in der Folge die Schuld an der schlechten militärischen Lage in Frankreich geben zu können, da mit einer zeitnahen Rückkehr des Generalfeldmarschalls an die Front ohnehin nicht zu rechnen war. Rommel befürchtete während seines Krankenhausaufenthaltes in Frankreich von schnell vorrückenden Kräften der Alliierten gefangen genommen zu werden und verlangte daher, entgegen den Einwänden der Ärzte, nach Hause zurückkehren zu dürfen. Am 8. August fand sich Rommel schließlich in seinem Haus in Herling ein, begleitet von Professor Ash, dessen Frau und Dr. Schenning von der Heeressanitätsgruppe B. Bezugnehmend auf die Ankunft des Vaters schilderte sein 15-jähriger Sohn Manfred Folgendes. Mein Vater saß, das linke Auge mit einem schwarzen Verband bedeckt, in einem Sessel neben einem niedrigen Couchtisch. Die linke Gesichtshälfte war durch die Wucht des Schlages, den er erhalten hatte, zerdrückt worden. Er richtete sich wackelig auf und wir tauschten einen Gruß aus. Ich habe immer noch Kopfschmerzen und mein linkes Auge ist geschlossen und lässt sich nicht bewegen. Aber es wird besser werden. In der Heimat wurde Rommel von den Professoren Albrecht und Stock von der Universitätsklinik Tübingen betreut. Albrecht war für Augenheilkunde zuständig und Stock für Neurochirurgie. Als Professor Albrecht Rommel untersuchte, bemerkte er, ich werde meine Vorlesungen für meine Studenten überarbeiten müssen. Mit solchen Wunden kann kein Mensch am Leben sein. Rommels Zustand verbesserte sich weiter und am 6. September bemerkte Speidel, dass sein linkes Auge halb geöffnet war. Im September erfuhr die Familie Rommel, dass sie unter Beobachtung der Gestapo stand. Am 17. August war Generalfeldmarschall Günther von Kluge an einer Vergiftung gestorben, nachdem er nach Berlin gerufen worden war. Am 7. September wurde General Hans Speidel verhaftet. In der Folgezeit legte Rommel seine Pistole griffbereit auf seinen Schreibtisch und während er und Manfred sich ins Freie begaben,
waren sie stets bewaffnet. Eine Woche vor seinem Tod sagte Rommel zu seinem Arzt: Ich fürchte, dass dieser Wahnsinnige, also Hitler, den letzten Deutschen opfern wird, bevor er sein eigenes Ende findet. So, jetzt kommen wir mal zu Rommels letzten Tag. Am 7. Oktober rief Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel Rommel an und bat ihn, an einer wichtigen Konferenz im Führerhauptquartier in Berlin am 10. Oktober teilzunehmen. Rommel wurde mitgeteilt, dass ein Sonderzug ihn am 10. Oktober in Ulm abholen würde. Rommel sprach offen mit Professor Albrecht über seine Befürchtungen, woraufhin der Arzt Keitel mitteilte, dass Rommel nicht ausreichend genesen sei, um derart weite Strecken zu reisen. Am 14. Oktober fanden sich schließlich die Generäle Ernst Meisel und Wilhelm Burgdorf in Rommels Haus ein. Die Männer unterhielten sich rund eine Stunde lang, angeblich um neue Angriffsoperationen an der Ostfront zu besprechen. Tatsächlich teilte General Burgdorf Rommel jedoch mit, dass er aufgrund der Aussagen von Verurteilten verdächtigt wurde, an dem Bombenanschlag vom 20. Juli beteiligt gewesen zu sein. Laut Burgdorf wollten die Verschwörer Rommel im Falle eines erfolgreichen Putsches sogar als Staatschef einsetzen. Rommel wies beide Anschuldigungen vehement zurück. Nach dem Treffen sprach Rommel mit seiner Frau. Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. In einer Viertelstunde werde ich tot sein. Der Führer hat mich vor die Wahl gestellt, Gift zu nehmen oder vor dem Volksgerichtshof geschleppt zu werden. Sie haben das Gift. Sie sagen, es dauert nur 3 Sekunden, bis es wirkt. Für den Fall, dass er Gift nehme, werde ihm ein Staatsbegräbnis mit allen Ehren versprochen und es wurde ihm versichert, dass seiner Familie kein Schaden zugefügt werden würde. Wenn er sich für einen Prozess entschieden hätten, würden Verurteilung und Hinrichtung folgen, außerdem Sippenhaft. Rommel sagte zu Aldinger, in einer Viertelstunde werden Sie, Aldinger, einen Anruf aus dem Reservelazarett der Wagner-Schule in Ulm erhalten, um Ihnen mitzuteilen, dass ich auf dem Weg zu einer Konferenz einen Gehirnschlag erlitten habe. Rommel kleidete sich in seine Uniform des Afrikakorps und verabschiedete sich von seiner Familie und Hauptmann Aldinger. Das Stabsfahrzeug fuhr Rommel ein paar hundert Meter von seinem Haus weg und hielt auf einem freien Platz an. Rommel und Burgdorf blieben im Auto, während Meisel und der Fahrer ausstiegen. 10 Minuten später kehrte der Fahrer zum Auto zurück und fand Rommel nach vorne gesunken, ohne Mütze und ohne seinen Feldmarschallstab in der Hand. Sie brachten den Leichnam wie geplant in das Ulmer Krankenhaus. General Burgdorf gab Dr. Meyer, dem Chefarzt des Krankenhauses, den direkten Befehl, keine Autopsie vorzunehmen. Rühren Sie die Leiche nicht an, sagte er. Alles ist bereits in Berlin geregelt. Später behauptete Dr. Meyer, ein Blick auf den Mann, und es war offensichtlich, dass er keinen natürlichen Todes gestorben war. General Burgdorf reiste daraufhin zum Ulmer Wehrmachtshauptquartier, um Hitler anzurufen und Rommels Tod zu melden. Manfred Rommel sagte später aus, dass 20 Minuten später Aldinger ans Telefon ging und die Nachricht von Rommels Tod erhielt, woraufhin Aldinger nach Ulm fuhr, um die Leiche zu identifizieren. Frau Rommel wurde informiert, dass ihr Mann eine Hirnblutung erlitten hatte und auf dem Weg nach Berlin gestorben war. Generalfeldmarschall Keitel gab in den Nürnberger Prozessen zu, dass Hitler seinen engsten Mitarbeitern erzählte, Rommel habe Pilze gesammelt, während er sich zu Hause erholte, und das ständige Bücken habe zu einem Schlaganfall geführt, der seinen Tod verursacht habe. So Leute, das ist der Beginn einer Reihe. Wir werden den ein oder anderen Generalfeldmarschall nochmal beleuchten. Nicht alle, aber einige. Und dann immer so ein bisschen rausfiltern, was der genau gemacht hat und was er gut, schlecht gemacht hat und wie es dann nachher zu Ende ging oder auch nicht zu Ende ging. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen abgeholt. Ich fand es wieder interessant und ich dachte eigentlich, ich weiß alles über Rommel, aber weiß ich natürlich wieder nicht. Da hat Benny wieder hervorragend gearbeitet und wenn es euch gefallen hat, gerne positiven Kommentar oder einen Daumen nach oben. Solltet ihr noch kein Abonnent sein, was ich ja gar nicht glauben kann, dann wäre es schön, wenn ihr ein Abo dalasst, weil das bringt dem Kanal natürlich Sichtweite. Bis dann, bleibt gesund und auf bald!